So, ein herzlich willkommen zu Call of Duty. Ich hatte ja angeboten, oder ich mache das jetzt auch einfach, die Call of Duty-Reihe auch mitzuzocken. Wir fangen an noch mit Call of Duty 1. Dazu muss ich sagen, kenne ich die ersten paar Levels und danach wird es ein Blind Run. Also so ein halber. Muss ich sonst noch was dazu sagen? Eigentlich nicht. Ich hoffe, es funktioniert endlich alles, da es nicht gerade so einfach ist, das Spiel aufzunehmen. Da man das Spiel, wenn man unter Option ist und unter Grafik, kann man das Spiel nicht auf 1280x720 machen. Also das heißt für HD-Videos. Aber ich habe das jetzt hinbekommen. Okay, wir fangen an. Neues Spiel. Ich bin Grünschnabel, weil ich das Spiel so gut wie gar nicht kenne. Und dann geht's auch schon los. 9. August 1942, Camp Togia, Georgia. Morgen wieder eine lange Märsche. Dann Hindernisparcours mit Captain Wally und Waffentraining mit Sergeant Mori. Sind alle müde. Gestern wurden wieder einer zu seiner Einheit zurückgerufen. Er flehte den Sergeant an, hier bleiben zu dürfen. Meine Einheit, das 506. Fallschirmregiment, besteht nur aus Freiwilligen. Ich habe Glück, mit denen zu dienen. Auf diese Jungs kann man sich wirklich verlassen. Unsere Offiziere stehen auf dem Drill. Ich trainiere seit Monaten und bin noch nie aus dem Flugzeug abgesprungen. Die Armee hatte nie zuvor einen Springereinheit. Und das macht hier alle nervös. Und was alle nervös macht, macht Drill noch härter. Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Okay. Achso. Löscht mit granatenfeindliche Stellung aus. Greift im Team an. Mach nicht denselben Fehler, bleib immer in Deckung. Lade vor einem Angriff nach und Sperrfeuer dann Gut, flankieren. prüfen Sie jetzt die Einsatzziele. Wie Sie sehen, ist das aktuelle Ziel hervorgehoben. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Nähern Sie sich dem aktuellen Ziel. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und laufen Sie durch den Hinderniskurs. Los, los, los! Alles klar. Nachteil bei Call of Duty 1 ist mir aufgefallen, man kann hier nicht rennen. Martin, schön dich zu sehen. Dich haben sie also auch hierher verfrachtet. Hey, viel Glück. Danke. Bewegung, Ladies. Wir sind hier nicht bei Tante Käthes Kaffeeklatsch. Drüber springen, Elder. Na los, vorwärts. Nicht übel. Jetzt rein in den Dreck und rocken sie unter dem Stacheldraht durch. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. Das sind echte Kugeln, Jungs. Unten bleiben. Unten bleiben. Leiter hoch, Private. Los, los, los. Na los doch. Private Martin, gehen Sie durch diese Tür. Sergeant Moody wird Sie durch das Waffentraining führen. Der Rest der Ladies bleibt hier. Alles klar. Augen nach oben, Private. Ich bin hier oben, im Wachturm. Nehmen Sie einen der M1A1-Karabiner vom Tisch. So. Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Nähern Sie sich dem Zaun und feuern Sie 6 Kugeln auf Ihr Ziel. Die Zielgenauigkeit erkennt sich an der Größe des Kugels. Feuern Sie 6 weitere Kugeln in verschiedenen Stellungen und in Bewegung auf das Ziel. Wenn Sie sich nicht bewegen und wenn Sie sich ducken oder hinlegen, zielen Sie genauer. Das kann über Leben und Tod entscheiden. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Alles klar. Der Nachteil auch bei Call of Duty ist hier dieses Zielen. Was ich persönlich Nachteile finde. Beim Modern Warfare 3 und Black Ops, so wie ich das kenne, muss man das halt gedrückt halten. Hier ist es nicht der Fall. Nehmen Sie jetzt ein Springfield-Gewehr vom Tisch. Im Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie sich nach links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. Klicken Sie weiter durch das Zielfernrohr und feuern Sie 2 Kugeln ab. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie mit der Zielvorrichtung genauer zielen können. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Tauschen Sie das Springfield jetzt gegen eine Thompson-Maschinenpistole auf dem Tisch.
Sofern Sie nicht drei Arme haben, können Sie auch nur zwei Waffen tragen, abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Feuern Sie 10 Kugeln auf das Ziel, zuerst aus der Hüfte und dann mit Blick durch die Zielvorrichtung. Vergleichen Sie verlieren Sie beide. Sie erkennen eine leichte Vergrößerung, wenn Sie eine Waffe heben und durch eine Zielvorrichtung ohne Fernrohr blicken. Gehen Sie ein paar Schritte und blicken Sie durch die Zielvorrichtung. Sie bewegen sich dann langsamer. Im Nahkampf können Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Versuchen Sie es mit der Thompson. Und passen Sie auf, Junge. Das Ding ist geladen. Wechseln Sie jetzt die Waffe, Private. Wenn Sie nicht so dumm wie hässlich sind, dämmert Ihnen vielleicht, dass jede Waffe ihren eigenen Zweck hat. Mit der falschen Waffe beißen Sie vielleicht ins Gras. Feuern Sie noch 3 Kugeln auf das Ziel. Hervorragend, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Okay. Ich lasse hier mal... Granaten vom Tisch. Mal los. Ich lasse hier mal ausreden. Werfen Sie in jede Öffnung vor sich eine Granate. Und los. Gehen Sie hinter den Bildschirm und lehnen Sie sich links und rechts. Geben Sie Deckung vor dem Feind. Weiter zum nächsten Bereich. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitäter-Sets. Spielen Sie nicht den Helden. Das Ding kann Ihr Leben retten. Die letzte Übung sind Sprengsätze. Nehmen Sie sie an sich. Das Zeug hat extreme Sprengkraft. Gehen Sie verdammt nochmal vorsichtig damit um, sonst gehen Sie selbst mit hoch. Platzieren Sie den Sprengsatz an der Ziegelmauer. Beachten Sie die Stoppuhr, die erscheint. Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen, bevor er in die Luft geht. Achtung, Vorsicht! Saubere Arbeit, Private. Gut gemacht. Tragen Sie die Waffen stets bei sich und halten Sie sie sauber. Weggetreten. Alles klar. Level geschafft. Wenn wir den Krieg kein Ende bereiten, wird es uns eines bereiten. HG Wells. Gut, auf zum nächsten Level. Klicke zum Starten. Company Baker, herhören. Jetzt geht es richtig los. Operation Overlord, die Invasion der Normandie über den See- und Luftweg. Am D-Day zur Stunde H wird die Infanterie auf dem Seeweg 5 Strände der Normandie erstürmen. Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Die Strände Utah und Omaha greifen wir mit 3 unserer Infanteriedivisionen an. Zur gleichen Zeit landen 2 britische und 1 kanadische Division an den Stränden Gold, Juno und Sword. Die Luftstreitkräfte landen 6 Stunden vor der Stunde H, vor den Bombardements zu Luft und See. Die 6. Division der britischen Luftwaffe wird hier landen. Zur gleichen Zeit landen die 101. und die 82. in diesen Gebieten. Die Mündung des Flusses Doos hier teilt Utah und Omaha. Die Aufgabe der 101. ist es, die Brücken über die Doos einzunehmen, um Utah und Omaha zu verbinden und die Flanken von Utah zu sichern. Das hier ist der Hauptverkehrsweg, der die gesamte Cotentin-Halbinsel verbindet. Die deutschen Truppen konzentrieren sich in diesem Gebiet. Wenn sie für einen Gegenangriff an den Stränden mobilisiert werden, müssen sie an dieser Straße entlang. Die 101. wird dafür sorgen, dass das nicht passiert. Der Kompanie Baker, das sind wir, wurde dieser Pfad hier zugewiesen. Die Aufklärer, zu denen Private Martin gehört, werden vor den Hauptstreitkräften abgesetzt und markieren mit Leuchtbojen auf dem Boden die Landezonen. Wir wissen jedoch nicht, wie sich die Lage entwickelt, wenn wir unten sind. Sie werden sich also alle die Aufgaben sowohl der 101. als auch der 82. einprägen. Sie werden auch diese Karten und Fotos studieren, bis sie sie in- und auswendig kennen. Wir landen hinter dem Atlantikwall, zwischen mehreren deutschen Garnisonen. Wir müssen damit rechnen, erst nach mehreren Stunden Verstärkung zu bekommen. Dafür haben wir die ganze Zeit trainiert. Viel Glück. Vielen Dank. 5. Juni 1944, 18 Uhr, Greenham Common, England. In ungefähr 3 Stunden bin ich in der Normandie. Als Pfadfinder lande ich vor der eigentlichen Einheit. Wir Pfadfinder gehen runter und platzieren Sender, bei denen die Land bereichen, damit die Piloten den Rest von uns abwerfen können.
Sie schicken uns vor den anderen rein, direkt in den frühen Morgenstunden, um die Flanken des Standes zu sichern. Direkt bei Tagesanbruch werden die eigentlichen Invasionstruppen landen. Mehrere Wochen lang hatte man die komplette Invasionstruppe, mehr als 157.000 Männer, eingepfercht und von der Außenwelt abgeschnitten. Jeder musste Karten und Schlachtpläne auswendig lernen. Wir rollen jetzt alle endlich nach Frankreich. Vor ein paar Stunden hat uns General Eisenhower besucht. Wenn wir das jetzt schaffen, dürfen sich die Deutschen auf eine nette Überraschung freuen. Okay, einen Moment. Oh, jetzt hat er schon wieder diese scheiß FPS-Zahl. Oh, das gibt mir wieder auf den Sack. Jetzt. Aha, jetzt habe ich es wieder. Das macht er immer gerne. Nach einem Laden. Für das nächste Level. Dass er da immer gern die FPS-Zahlen nach unten schraubt. Ich weiß nicht warum. Dann muss ich einmal kurz ausmachen, neu starten und dann funktioniert es wieder. Okay. Hab ich getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Schöne Musik. Jetzt komme ich hier nicht weg. Ey, nee, oder? Was mache ich denn auch nur? Oh, ist das geil, ey. Oh, nee, oder? Ich komme hier nicht mehr runter. Ich kann doch nicht mal hüpfen. Oh, ich bin doch echt ein Honk. Level neu starten. Ja. Ey, scheiße. Mich nervt, dass man hier nicht rennen kann. Hör auf, dahin zu pinkeln. So, hier die Map kenne ich auch noch gut. Wegen dem ersten paar Aufnahmen. Da vorne sind gleich zwei Deutsche, die schnacken. Und da wollen wir doch mal zuhören. Was die zu erzählen haben. Das sehe ich ganz anders. Der lahme Roosevelt und der fette, selbstgefällige Churchill würden hier niemals angreifen. Ist viel zu weit weg von Deutschland. Wozu also? Na, weil sie diesen Sektor schon seit Wochen bombardieren. Na und wenn schon? Die bombardieren doch so gut wie alles. Was sollte die hier bei uns schon besonders interessieren? Tja, nichts Besonderes, wa? So ein Mist! Dass sie mich nicht bemerken. So, dann legen wir mal den Sendermast jetzt hier. Den, ja, Funksender. Geh mal hier in Deckung. Jetzt kommen hier ganz viele Flugzeuge und Einheiten von mir. So, die Map ist gut dunkel, ich weiß. Aber ich mache das mit Absicht nicht heller, weil sonst hat man das Feeling ja nicht. Ein neuer dahin, oder? Gehen wir jetzt weiter oder mal die sichern erstmal, oder? Ja, genau. Jetzt können wir weiter. Häuser, durch Häuser laufe ich immer gerne mit Pistole. Lass mich vor, ich erledige sie alle. Oh ja. Bin schon gewundert, warum die noch auf den schießen. Granate.
selber schuld. Noch mehr hier oben. Ja, mehr ist hier nicht. Oh gut, ich komm ja, ich komm ja. Oh, das war schon. Es ist töricht und falsch, die Gestorbenen zu betrauern. Wir sollten lieber Gott danken, dass diese Menschen leben durften. General George S. Payton.